Nirgends wird schon so lange gebacken wie hier. Die älteste Bäckerei Deutschlands besteht seit 1573 in Kemnath. Stefan Kraus backt in der 14. Familiengeneration und ist für diese Spezialität berühmt. Nusszöpfe. Gestern haben wir zwei Nusszöpfe nach Regensburg verschickt. Und am Montag müssen wir wieder einen nach München verschicken. Die haben schon wieder vorbestellt. Bis in die Schweiz gehen die Nusszöpfe des Traditionsbetriebs. Seit 450 Jahren ist die Bäckerei in Familienhand. 1500 Semmeln und bis zu 300 Brote produziert das Team täglich aus regionalen Rohstoffen. Bisschen Tradition fortführen ist Stefan Kraus scheinbar nicht genug. Obwohl er täglich um 1 Uhr nachts in der Backstube steht. Wenn er ausgeschlafen hat, geht's gleich weiter. Was ich schon alles gemacht habe, ich habe schon im Supermarkt Regale eingeschlichtet nebenbei. Das mache ich in der Baufirma mit dem Asphalt und so. Rasenmähen, Hecken schneiden, Bäume fällen, alles dabei. Ich habe so viele Spinnereien im Endeffekt, aber irgendwas muss man haben. Und im Winter kommt eine Spezialaufgabe dazu. Stefan Kraus arbeitet noch für den Bauhof der Stadt Kemnath. Die haben um 3 schon angerufen, dass wir heute dann loslegen müssen, weil es heute Nacht ein bisschen geschneit hat. Während der Bäcker die Gehsteige in der Innenstadt räumt, läuft im Laden seit 4 Uhr das Geschäft an. Also wir kommen schon ewig her. Vor allem diese Nusshörnchen, die schmecken so lecker. Ja, ich arbeite gleich gegenüber und ich gehe da eigentlich fast täglich her, würde ich sagen. Und gibt es super Auswahl, man kennt die Leute und es ist einfach lecker. Ja, ich gehe eigentlich schon immer da rein, ne? Und weil es ja nette Leute hier sind, ne? Man kennt sich, es gibt gute Sachen, das Wurzelbrot zum Beispiel, eines meiner Lieblingssachen, ja, und es gehört sich einfach so. Solange ihr Mann unterwegs ist, schmeißt Susanne Kraus den Laden, inklusive zweier Filialen und einem mobilen Lieferdienst. Die Kraus sind beide voller Elan, Tag und Nacht. Das Energiebündel, das hat er schon von klein auf. Also da, ja. Was ihm halt gefällt, da ist er richtig dabei. Also da, wo er die Energie hernimmt, weiß ich leider auch nicht. Aber die hat er halt einfach. Wenn der Kemnather Bäckermeister Stefan Kraus nicht backt oder meterlange Brote erfindet, dann schreibt er auch noch Bücher und kümmert sich um sein Hobby. Alte Hochräder und historische Kutschen.